Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Joker mit Dead Space 1. Wir sind wieder hier auf der Krankenstation zurück. Wir haben Stimmen gehört, also eine Stimme von einem Mann, der irgendwas von Gott gelabert hat. Bla 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 Zeug. Verkauft habe ich alles, ja. Nee, doch nicht. Ich habe noch ein bisschen Strahlenmunition. Das sollte ich loswerden, bevor das mich noch anfängt hier zu nerven. Weil Platz ist ja nicht so wirklich viel in meinem Gepäck. So, wo muss ich denn? Ach ja, hier hin. Ja, hab schon gerade geguckt. Na? Öffnen. Was muss ich denn? Ganz schön dunkel geworden. Was muss ich denn überhaupt machen? Chemikalien, wenn stimmt. Das war ja. Genau, das war's doch. Weil diese ganze giftige Scheiß. Wow. Verbreitet sich. Ach komm! Du Lusche! Zwei Viecher. Oh, wie ich die hasse. Da kriechen die an den Wänden. Die Lautstärke runterdrehen. Das ist mir ein bisschen zu laut gerade. Ich war doch der Kunde, der sich den Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Stase kann man ja immer wieder gebrauchen. Was ist das da? Okay. Oh, was machst du hier? Aber hier ist ja nichts mehr, hm? Ich war ja eigentlich schon hier. Ah ne, jetzt sind die ja offen. Die noch vorher verschlossen waren, sind die jetzt offen. Das ist schon mal sehr nett. Habe ich eigentlich Energieknoten? Oh ja, ich habe einige Energieknoten. Und hier ist ja die Werkbank. Da wird jetzt erstmal gepimpt. So, was pimpt mir natürlich? Erstmal unseren Anzug. Yep. Und voll. Ich hätte einen lassen können müssen vielleicht wegen der Tür, aber naja, ich dachte jetzt. Oh, jetzt ist der Anzug voll. Jetzt habe ich genug Energie. Geil. Was ist denn hier los? Was ist das eigentlich? Wow. Was ist das? Wow, okay, ich sollte das Vieh töten, bevor es noch mehr von diesen. Wow. Schneller nachladen. Was ist das? Achso, da ist noch was. Ah. Boah, das Vieh war ja nervig. Erstmal übelst. Wow, wow, wow. Wow. Erstmal übelst viel Muni verbraucht. Und natürlich Leben. Unglaublich. Die Muni ist schon fast alle. Da gibst du mir ein Medipack. Du Orlo. Verdammte Scheiße. Okay, das, auf das war ich nicht wirklich gefasst. Aber jetzt merken wir uns alle Gliedmaße abdrücken, bevor er noch mehr von diesen Kackbällchen rauskackt. Oder ich weiß ohne. Was geht denn hier ab? Oh, Baby. Ich glaube, ich sollte es mir mal mit Stase anhalten. aber nicht in dem Moment, vielleicht. Intelligent war das natürlich, intelligent.
Was gibt hier mir für Waffen? Nur Kacke. Mal es ausprobieren. Nein, komm her. Oh. Wow, das war nicht so geplant. So. Schnell durchgelaufen. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gewebes. Ich werde die Aufzeichnungen mal diesbezüglich durchsehen. Okay, alles klar. Mach das mal. Ist da was? Da ist nix. Gott sei Dank. Muss ich hin? Jupp. Runter. Aber hier war ich nur, ne? Hä? Sieht nur so aus. Hier liegt nämlich noch ein Audiolog. Persönliches Logbuch von Dr. Charles Mercer. Ich habe jetzt einen lebendigen Probanden für meine Studien. Ich kann es kaum erwarten, meine geliebte Regenerationstheorie zu validieren. Anfangs war es schwierig, ihn ruhig zu stellen. Aber jetzt scheint es ihm gut zu gehen. Er vertraut mir, Dr. Kain. Er hat sein Leben mir anvertraut. Er versteht, welche Rolle er einnimmt. Versteht, was ich tue. Die Stirn wurde desinfiziert und markiert. Was haben Sie damit vor? Und ich versuche jetzt, einen Kanal zu schaffen, durch den ich das Gewebe einführe. Da, das war ekelhaft. Hat er gerade die Schilddecke aufgeschnitten. Na, ist da was? Nix. So traurig. Oh mein Gott. Was ist das? Bevor es mich noch angreift hier. Na? Hat doch hier nicht aufgehoben. Alles klar. Irgendwie macht mir das viel Sorgen. Weil es lebt noch, oder? Energieknoten, das ist sehr nett. Was habe ich? Energie für Energiekanone. Noch nicht. Lass mal hier gucken. Munition. Also aktivieren. Bitte warten. Mischung des Antigens beendet. Bitte Kapsel entnehmen. Ihr Kampf ums Überleben ist bewundernswert, aber sinnlos. Und doch machen sie weiter. Fast möchte ich glauben, wir hätten Hoffnung, unsere Spezies. Bin ich der Einzige, der sehen kann, dass wir vor langer Zeit ausgestorben sind, es nur noch nicht akzeptieren konnten. Hören Sie auf, herumzulaufen, zu kämpfen. Unsere Zukunft, Ihre Zukunft, die Zukunft unserer sterbenden Rasse endet hier. Gestatten Sie mir, Ihnen die Nachkommen der Menschheit vorzustellen. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Was, die ekligen Viecher? Alter! Scheiße! Das ist... Oh, es lebt noch. Ja, der hält ein bisschen mehr aus. Aber... Was zur Hölle? Es lebt noch! Wow, leck mich doch am Arsch. Du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Was ist denn da bloß? Mach schon! Na wie denn? Ist alles zu. Ah, jetzt. Wow, 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 wow. Wohin denn? Wohin denn? Was ist hier? Okay, okay. Schneller.
Mann! Sieht übel aus hier unten. Kann kaum atmen. Dieser organische Stoff fließt überall. Meine Augen brennen. Die Dinge. Wow, schneller, schneller. Oh Gott, ich hab Witze. Oh, komm, irgendwie hängt bei mir die Maustaste. Warum denn das? Oh. Oh. Da kam alles zusammen. Irgendwelche. Oh. Falsche Tasten. Scheiße. Der Wucherung finden. Laut den Laborberichten wird eine inaktive Probe auf der Intensivstation gelagert. Nur wenn das Vieh hier rumläuft. Damit experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken, bekomme aber nur Rauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Ja, und das Vieh läuft hier trotzdem rum. Ist der Kunde wieder hier? Oh, nö. Nee. Klammern sich an den allerletzten Strohhalm und lassen einfach nicht los. Bist du behindert? Sie halten an dem fest, was einst ihre Welt war. Aber sie gehört jetzt den Kindern. Freuen Sie sich über das Wissen, dass ihr Tod ihre Geburt bedeutet. Halt der Maul. Hören Sie es? Es kommt. Nun beten Sie. Alter, ich will dich töten. Jetzt, endlich. Scheiße, ist hier? Oh, ist klar. Muss ich hin? Hey, die Tür ist zu. Ah! Lass mich in Ruhe! Hast du das Vieh getötet? Ah, schneller, schneller, schneller. Hey, es ist zu. Ah, das Vieh nervt mich ja gewaltig. Na, ist klar. Wie lange du da brauchst für sowas? Wo ist denn? Welche Knoten? Aktivieren. Tür geht zu, Gott sei Dank. Er kann keine Türen aufmachen. Ist zu blöd dafür. Oh, hoffentlich ist das so blöd ist dafür. Nicht, dass er gleich davor steht. Also es war echt sinnloser Knoten. Gott sei Dank. Riecht hier was? Ich hörte ihn atmen, Alter, zum Kotzen. Da ist sowas. Money! Okay, geradeaus. Oh, nicht schon wieder das Vieh. Aber jetzt bin ich vorbereitet. Hey, wer ist das? Hallo? Was geht ab? Hallo?
Lauf doch mit. Das geht bei dir ab. Meinst du etwa um die hier? Guck mal, die kann auch laufen. Ach, scheißegal. Bleib doch hier. Im Fachhecke. Was ist denn das? Halbleiter Gold. Ah, ist das Vieh echt nervig. Es erinnert... oh. Es erinnert mich an Nemesis aus Resident Evil 3. Unbesiegbar, aber trotzdem immer wieder da und... ja, muss immer weglaufen von dem Vieh. Ah, es ist zum Kotzen. So. Ganz schön viel Leben verloren. Gut. Ich könnte ja ein Medipack aktivieren. Benutzen. Was ist das? Ist ein Gruselkabinett hier? Kranker Arschloch. Ein krankes Arschloch ist das. Probe 9797 wird der chemischen Verbindung hinzugefügt. Bitte zum Abschluss mischen. Habe ich jetzt, ja. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt? Das war's, Isaac. Jetzt musst du nur noch das... Das reicht jetzt. Fügen Sie sich in Ihre Rolle. In Gottes Plan empfangen Sie Ihren Untergang. Ausfall der Lebensalarmsysteme auf der Krankenstation. Wer zum Henker war das? Isaac, er hat den Druck auf dem gesamten Deck runtergefahren und ich komme nicht mehr an die Systeme ran. Die gesamte Luft wurde ins All geblasen. Du solltest das auf der Sicherheitsstation wieder online bringen können, aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Hä? Hitze. Oh. Schnell, 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 schnell. Oh, nee. Na, komm schon. Scheiß Viecher. Sicherlich? Ja. Gott sei Dank habe ich noch einen Kanister. Oh, nee, oh, nee. Oh, nee, nee. Ey, lass mich hier in Ruhe. Guck mal, ich bin richtig. Ah! Na los, geh auf! Was? Wohin denn? Oh, war das knapp. Sie haben alles, um das Gift herzustellen. Gehen Sie jetzt zurück zum Chemielabor. Was auch immer Sie vorhaben, machen Sie es schnell. Kann hier drin kaum atmen. Ich kann Sie kaum noch hören, Hammond. Ich versuche mal den anderen Kanal. Mist. Ich habe sein Signal verloren. Ich scanne weiter alles nach seinem Standort. Wir brauchen diese Mischung. Das sagt er so leicht. Das waren fette Viecher. Oh. Gott sei Dank kann ich alles zumachen, ja. Ich brauche mal alles erstmal mein Medipack. Ja, Energiekanone. Boah, nee. Medipack Mittel kann ich. Gott sei Dank habe ich alles gesammelt. Safe. Safe.
So, was kann ich denn... Achso, was kann ich denn hier verkaufen? Halbleiter verkaufen. Verkaufen. Luftkanister verkaufen. Energielederkanone verkaufen. Stahlschiff verkaufen. Auch verkaufen. 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 Alles klar. Sollten wir uns erstmal heilen. Benutzen. So, jetzt sind wir wieder voll dabei. Achso, jetzt sollte ich vielleicht auch kleine Medipacks mitnehmen noch. Zusätzlich. Boah, wer hätte das gedacht, dass es so schwer wird. So. Muss ich nehmen. Erstmal abspeichern. Oh, schlägt das Herz so laut. Extrem laut. Also hier muss ich los. Das ist überhaupt meine Aufgabe. Gift herstellen, okay. Oh Mann. Wäre da bloß nicht dieses unbesiegbare Vieh, Alter. Das würde mich ja nicht aufhalten hier endlich. Die anderen kann ich ja alle vernichten, aber das unbesiegbare Vieh. Ist klar. Ist klar. Was jetzt? Was war das? Komm ich jetzt durch hier? Ich habe noch mehr Informationen über die Atmosphäre. Der Bericht eines Überlebenden sagt aus, dass eine gewaltige Kreatur über die Hydrostation ins Schiff eingedrungen ist. Von da an ließ die Luftqualität nach. Der Überlebende nannte sie Leviathan. Ein Leviathan. Scheiße, das muss ja ganz riesig sein. Schon wieder das hässliche Kackvieh. Mensch. Das geht nicht drauf. Na, das Feuer. Oh, unter zwei. So nervig, so nervig. Oh nee, was kommt denn jetzt schon wieder? Einfach weg hier. Wieder bist du hier. Ich hätte dich doch weggeschmissen. So. Platzt mir alles auf. Hey, muss ich wirklich hin? Warum muss ich nochmal selber machen? Navigieren. Ach Mensch. Schnell, 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 schnell. Aber das ist doch wieder das Vieh. Oh, nee. Oh, nö. Ach, nee, ich muss hier hin. Okay, alles klar. Hä? Nee, ich muss gar nicht hin. Ist nämlich jetzt offen und jetzt ist es. Jetzt gibt es nämlich einen kurzen Weg. Also eine Abkürzung hier. Und der hat es wahrscheinlich nicht geschafft, sich zu verwandeln. Jetzt mischen wir das normal. Bearbeitet. Bitte warten. Finale Mischung beendet. Yay. Bitte Kapsel entnehmen. Hab ich. Und jetzt? Hoffen wir mal, dass das Gift wirkt. Geh zurück zur Monorail-Station und dann so schnell wie möglich hoch zu den Hydrokulturen. Ich habe immer noch keine Antwort von Hammond, also sei vorsichtig. Keine Ahnung, wie verseucht das Deck ist. Alles klar. Ich kann an ihre Einstellung zu bewundern, so deplatziert sie auch sein mag. Ich glaube, Sie sollten ihn sehen, den ganzen Plan. Sie sollten das kollektive Bewusstsein nicht verschmähen. Sie verdienen es, zumindest Zeuge zu werden. Kollektiv, was? Na dann. Mach mal das Tor auf.
Habe ich. Ja, ich habe vielleicht nicht so viel Muni mit. Aber was ist denn hier los? Oh, geil. Ist das Muni? Naja, Minibag. Ah, Munition, die ich nicht brauche. Ich könnte mir zwar die Waffen holen, aber wozu? Ich will sie nicht haben. Da hole ich mir lieber einfach Muni, kann ich ja auch immer noch nachkaufen. Also so problematisch ist es dann auch nicht. Jawohl. Geld. Na dann, zeig mal dein kollektives Bewusstsein hier. Was ist hier? Ach, da bist du doch. Oh nee, sieht so nach einem Endkampf aus hier, irgendwie Bosskampf. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf dem ganzen Planeten verbreiten. Du bist wahnsinnig. Ich überlasse Sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen Sie sich dem Unausweichlichen. Ah, das Vieh ist wieder da. Scheiße. Oh. Was soll ich machen? Du Lutscher. Aua. Nimm ihn, Skip Stase. Ja, komm her. Ah, was soll ich machen? Hässliches Drecksvieh. Okay, da ist Tor offen. Bleibt mal hier. Was ist das? Aktivieren. Ach so, okay. Ich muss das Vieh da reinlocken und dann aktivieren. Alles klar. Wow, Mann, ist er schnell. So, erstmal Ruhe. Ey. Na, komm her. Komm her. Komm du mal her. Hey, warum hat es ihn aktiviert? Schneller, Isaac. Oh, endlich ist sie weg. Gefrierphase erfolgreich beendet. Patient wird transportiert. Oh. Hoffentlich war das das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Hoffentlich. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. Mensch, war das nervig. Aber Gott sei Dank ist das Vieh weg. Oh, hier ist es. Wie geht's? Alles verbraucht hier fast. Ah, oh man, die kleinen Babys haben mich auch noch genervt. Ach, zum Kotzen. Hab ganz schön viel Leben verloren. Das ganze Medibag ist weg. Wie soll ich denn das überleben? Ich muss wieder ins Safe gehen und dort gucken. Ob ich was finde. Aber ich müsste ja noch genug haben. Yay, Monorail-Station. Hier ist nix oder was? Wenn ich ein bisschen Muni oder so. Das ist aber echt scheiße von euch, Leute. Echt scheiße. Hier ist auch nichts.
Naja, dann. Ab geht's. Kapitel abgeschlossen, bestimmt. Jawohl. Tödliche Hingabe. Abgeschlossen. Kommen wir nun zu Kapitel 6. Speichern. Ja, ja. Kapitel 6. Gefahr für die Umwelt. Alles klar. So, wir nähern uns ja langsam an Ende, weil ich vermute, es waren 8 Kapitel damals, als ich das erste Mal gespielt habe. Ja, 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 was machen wir jetzt? Was ist das? Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zur Kolonie bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Alles klar. Hey, hallo, was geht? Gib mal für mich vor. Was ist denn hier? Oh, 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 oh. Ach, das ist Toilette. Was hat denn hier gemacht? Ah, ist bestimmt hier irgendwas. Ah, ekelhaft, Leute. Könnt ihr mal sauber machen hier? Ist ja widerlich. Muni. Energie. Ein bisschen Medipack. Habe ich ja aufgenommen. Konnte ich ja wieder voll machen ein bisschen. Hallo? Nix. Wow, 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 wow. Ah, was ist denn das? Oh, lass mich in Ruhe. Ihr Kackviecher, Alter. Kommen die extra aus dem Klo geschissen oder was? Da greifen die mich an? Diese kleinen Biester, das ist ja unglaublich. So, wo muss ich denn hin? Aha, was ist hier? Achso, von hier bin ich gekommen. so. Was ist denn hier? Nix. Und hier ist noch ein paar Kisten. Öffne die Fahrstuhl und runter. Lastenaufzug Klasse C. Wieder ganz schön lange. Auch Tomaten! Aber riesige Tomaten, die sind ja so groß wie mein Kopf fast schon. Was ist das hier für ein Bob? Shimura Farms. Scheiße, habe ich mich erschrocken. Eingeleitet. Boah, ey, du kannst mich so erschrecken. Ich habe jetzt wohl eine Sprinkleranlage erschrocken. Das geht ja gar nicht. Oh, da ist Hamilton. Endlich sehe ich mal wieder welche, ja. Nein, ich bin's. Isaac, wie schön, Sie lebendig zu sehen. Nehmen Sie den Helm nicht ab. Die Luft ist faulig. Ich habe es gesehen. Was hast du gesehen? Es ist riesig. Sie werden es nicht glauben. Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt. Die Crew auf diesem Deck. Ich glaube, Sie sind es, die Luft hier verpesten. Sie werden transformiert. Ich habe einen von ihnen gesehen. Aufgedunsen, angeschwollen. Das sind Giftfabriken. Wir müssen sie ausschalten, solange wir noch atmen können. Hammond! Ich dachte, Sie wären tot. Gehen Sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist. In Ihrem Zustand sind Sie Isaac keine Hilfe. Isaac? Ja? Ich scanne jetzt den Sektor. Also. Er hat recht. Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager. Aber ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Na komm mit. Du brauchst mal frische Luft. Bleibst du jetzt hier liegen oder was? Komm mit.
Alter, ich quetsche ja. Ich kaputt hauen den alten. Oh Mann, ich hab keinen Bock auf das große Vieh zu treffen. Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschottung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Am Leviathan. Okay, dann sage ich mal für heute war's das erstmal. Ich speichere hier ab. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Leviathan zerstöre, dann schaltet nächste Folge rein. Vorbei. Guckt vorbei bei der nächsten Folge. Besser gesagt. Ja, ich muss mal beim Einkaufen ein bisschen vielleicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich vor euch und euer Joker. Tschüss.